Nächste Challenge, Parkhaus, intelligent, also smart und vertikal. Okay. Als erstes in den Kopf kommt, ist eine sehr einfache Form, ein sehr einfaches System. Ja, um auf möglichst kleiner Grundfläche eines Gebäudes möglichst viel Fahrzeuge unterzubringen, könnte man etwas machen, was ein bisschen ist wie eine Art Paternoster. Ja, da kriegt man sehr viel Fahrzeuge rein. Das wäre natürlich ein Landmark-Gebäude, ne? Also erster Schuss nicht so schlecht, würde ich jetzt mal ein bisschen versuchen zu vertiefen. Wäre natürlich wichtig, dass man auch darüber nachdenkt, wie man jetzt an so eine Art von Gebäude herankommt. Man könnte das so machen, dass man quasi dann hier mit seinem Fahrzeug vorfährt und dann wird das quasi vollautonom aufgenommen von einem entsprechenden Aufzugssystem. Man könnte natürlich das ganze Gebäude mit Solarkollektoren bedecken, ja, um jetzt diese Struktur auch noch zur Energiegewinnung zu nutzen und mit entsprechender Technologie CO2 aus der Umgebungsluft zu ziehen. Ich kann aber natürlich auch sagen, nee, ich benutze das, um die Fahrzeuge, die ja dann nicht genutzt werden, in dieser Zeit wieder aufzuladen. Also Parkhaus mal neu gedacht. Das hat echt Spaß gemacht. Das ist etwas, was einem im Job natürlich so in der Form nicht begegnet. Design dauert lange und braucht Zeit, viel Überlegung. Aber so eine Art Speed-Design mal zu machen, ist schon eine krasse Erfahrung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Kommentar hinterlassen oder einfach auch mal reinschreiben, mit was ihr mich challengen wollt. Vielleicht nehme ich den Ball auf. Würde mich freuen. Macht's gut. Ciao.